Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Rohstoffmonitor. Heute wollen wir mal wieder einen Blick auf die Entwicklung der wichtigsten Edelmetalle werfen, sowie auf den Ölpreis. Und mein heutiger Gast, das ist Michael Blumenroth von Deutsche Bank X Markets. Ja, Blumenroth, in dieser Woche ist der Goldpreis mal wieder unter die Marke von 1.300 Dollar gefallen. Welche Gründe sind denn für diese aktuelle Schwäche des Goldes auszumachen? Da sind vielleicht zwei Gründe für Entscheiden. Zum einen, was die meisten Märkte bewegt, sind die geldpolitischen Entscheidungen, die jetzt die nächsten Wochen oder Monate fallen werden. Jetzt hatten wir gerade gestern das Gold ja wieder stark unter Druck geraten, beziehungsweise heute auch. Wir hatten Äußerungen von zwei Mitgliedern der Fed, die eher darauf hingedeutet haben, dass die Federal Reserve im September oder eher spätestens auch im Oktober damit anfangen würde, ihren geldpolitischen Liquiditätsspritzen, also die Anleihenankäufe, die sie jetzt seit letztem Jahr machen, in Höhe von 85 Milliarden Dollar pro Monat, dass sie die zurückfahren würden. Und gestern hieß es auch das erste Mal, oder beziehungsweise gestern wurde das bekräftigt, was Bernanke schon gesagt hätte, dass das ganze Programm wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres auslaufen könnte. Zweites Problem ist, oder beziehungsweise das Problem für den Goldpreis ist darin, der Goldpreis profitiert eigentlich davon, dass die Zinsen niedrig sind, dass die Liquiditätsversorgung an den Märkten stark ist, weil dadurch halt auch sehr viel Geld in die Rohstoffmärkte reingewandert ist. Das zweite Problem ist, dass der Dollar gegen einige Rohstoffwährungen stark angestiegen ist, gerade gegen den australischen Dollar. Der hat massiv an Wert verloren und Australien zum Beispiel oder Südafrika, das sind die Hauptproduzentenländer im Gold neben China und Kanada. Und wenn deren Währung schwächer werden würde, dass sie mehr erlösen dafür, wenn sie das Gold gegen US-Dollar auf dem Weltmarkt verkaufen, ist also die Faustregel einfach, je stärker der US-Dollar gegen diese Rohstoffwährung ist, desto schwächer ist das Gold. Und gerade diese Woche haben wir den Australdollar wieder unter Druck gesehen, also fällt das Gold aus den Währungsgründen heraus. Schauen wir uns den Goldpreis mal etwas längerfristiger an. In welche Richtung könnte sich das Gold denn weiterentwickeln? Wohin könnte die Reise bis Jahresende gehen? Also wir haben jetzt normalerweise, der Sommer ist auch eine sehr nachfrageschwache Zeit. Die ganzen physischen Nachfrager sind nicht da. Für gewöhnlich, wenn man mal die Ausnahme von vor zwei Jahren, wenn man von der mal weg abstrahiert sieht, hat der Goldpreis seine Höchststände im Jahresverlauf eher im Herbst oder im Winter gemacht. Wir würden deswegen davon ausgehen, auch dass die physische Nachfrage wird zunehmen. Wir haben sehr viele Verkäufe ja schon gesehen von Großanlegern in Gold, dass der Markt ein bisschen mehr bereinigt ist und dass der Goldpreis bis zum Jahresende tendenziell eher ein bisschen höher handeln sollte als jetzt. Also die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen, aber es sollten durchaus 1.400 oder 1.450 Dollar die Unze drin sein. Der Silberpreis ist in diesem Jahr sogar noch viel stärker als der Goldpreis gefallen. Gibt es hier jetzt aber vielleicht den berühmten Silberstreif am Horizont? Geht es vielleicht wieder aufwärts für Silber? Ja, das hoffen auch viele Anleger. Es ist ein bisschen erstaunlich im Moment, dass wir so mit der 20 Dollar die Unze-Marke kämpfen im Silberpreis. Silber ist so ein bisschen aus dem Fokus der Anleger herausgeraten und wie Sie zu Recht sagen, hat die Abwärtsbewegung stärker mitgenommen als Gold. Sollte der Goldpreis sich jetzt wirklich bis zum Jahresende erholen, wie wir und die meisten Analysten ja auch vermuten, dann sollte auch der Silberpreis wieder nach oben sich bewegen können. Ich bin im Moment jetzt nicht, persönlich wäre ich jetzt nicht der super Optimist für den Silberpreis, aber es sollten durchaus bei einer Nachfragesteigerung in Gold und auch für Silber wieder Kurse von 22 bis 24 oder 25 US-Dollar pro Unze drin sein. Schauen wir auch noch auf die Entwicklung der anderen Edelmetalle. Wer sticht denn hier besonders positiv oder negativ heraus und wer ist Ihr Favorit? Also besonders positiv sticht heraus das Palladium. Palladium ist ein Rohstoff, der sehr stark gebraucht wird für Katalysatoren. Autoindustrie in den USA boomt dieses Jahr, in China auch erstaunlicherweise, obwohl die Wirtschaftsdaten ja nicht so gut sind, wie sie erwartet waren. Und im Palladium ist das einzige Metall, wo man wirklich sagen kann, da sehen wir höhere Preise, als wir im letzten Jahr um diese Zeit gesehen haben. Ist also das Metall, was von den meisten Händlern, Analysten und Anlegern favorisiert wird eigentlich. Frage ist, wie weit die Bäume dann noch in den Himmel wachsen können, weil wir sind ja schon angestiegen dieses Jahr. Momentan sind wir bei 720, 725 Dollar die Unze. Vielleicht könnte der Palladiumpreis noch Richtung 760, 780 Dollar die Unze gehen. Viertes Edelmetall noch ist Platin. Platin hat sich ja auch dieses Jahr ähnlich wie Gold nach unten bewegt. Ist auch ein Stoff, der für Katalysatoren gebraucht wird. Und eigentlich, wenn man bedenkt, dass auch auf der Angebotsseite wieder Produktionsunterbrechungen lauern könnten, also 75% des Weltangebots werden in Südafrika gefördert. Wenn man sich das vor Augen hält, kann man oder könnte man eigentlich erwarten, dass Platin sich bis zum Jahresende auch eher befestigen sollte. Wie gesagt, die Autoindustrie boomt in den USA und China und das sollte den Platinpreis eigentlich wesentlich höher treiben von dem Preis, wo wir jetzt sind. Aber im Moment sind dafür halt noch keine Anzeichen erkennbar. Und zuletzt noch der Blick auf den Ölpreis. Befindet der sich denn weiterhin im Korrekturmodus und mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie hier?
Ja, im Ölpreis, wir hatten in Brent ja jetzt einen Angriff auf die 110 Dollar pro Barrel Marke gesehen letzte Woche. Da ist der Brentpreis wieder von abgeprallt. Was sehr stark dieses Jahr angestiegen ist, das amerikanische Öl, das WTI, aber der Anleger hierzulande schaut ja eher auf den Brentpreis drauf. Und da würden wir eher eine Seitwärtsbewegung erwarten. Es fehlen so ein bisschen die entscheidenden Faktoren, die den Preis nach oben oder unten treiben können. Konjunktur in den USA, wie erwähnt, sieht ein bisschen besser aus. Autonachfrage ist gut, bedeutet natürlich auch mehr Nachfrage nach Benzin und nach Öl. In dem Sinne sollte der Ölpreis nicht wieder unter die 100 Dollar pro Barrel-Marke fallen in nächster Zeit. Aber generell erwarten wir Kurse, die sich eher seitwärts bewegen, vielleicht ein bisschen höher sind als jetzt bis zum Jahresende. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Michael Blumroth, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Gerne. Das war's auch schon wieder mit dem Rohstoffmonitor für diese Woche. Anschauen können sich die Sendung natürlich nochmals unter drf.fm. Ansonsten bis zur nächsten Woche dann, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.